Harry, servus zu, hallo. Zu Tatort Tischlerstube. Heute geht es um einen Wettkampf. Der Erich sagt schon wochenlang zu mir, er will mit mir einen Wettkampf machen. Spachtel gegen Pinsel. Und er glaubt, er gewinnt. Wir haben ja vor 2, 3 Wochen oder 4 Wochen eine Serie gehabt. Tatort Tischlerstube, da winselt sogar der Hund. Tatort Tischlerstube, und da ist es um die Verleimregel gegangen. Und Erich wollte mit der Spachtel arbeiten. Und ich habe gesagt, das ist ja lächerlich mit der Spachtel. Richtige Tischlerarbeiten mit dem Pinsel. Und jetzt da hat er mich herausgefordert und wir fangen jetzt quasi an. Ich zähle hier jetzt 1 bis 3. Fängt schon gut an mit der Spachtel. Ich zähle 1 bis 3 und dann geht's richtig los. Und wo will der Hund hin? Karl August, was? Auf jeden Fall zähle ich bis 3 ein. Ich kann den Hund auch halten, das ist kein Problem. Ich brauche nur eine Hand zum Gewinnen. Und ich zähle ein und dann fangen wir an, oder Erich? Okay, Mann. Ja. Und dann, ja, ich glaube, ja. Dann werden wir den Rest wieder in einer Bartherapie klären müssen. Ja. So, einen Hund bringe ich auf den Platz. 1, 2, 3. Ich werde angerufen. Servus, wir müssen das Projekt leider abbrechen. Es tut mir leid, Erich. Beim nächsten Mal werden. Ja, hallo, servus. Ja, mir geht's total gut. Ja, nein, keinen Stress. Keinen Stress. Nein, nein. Nein, mir geht's total gut. Danke. Tschüss, Papa. Ja, natürlich.